Neue Folge Evil Genius 2 mit mir, Dennis, hier bei den Spielkindern. Wir sind wieder da nach langer Umzugspause. Ist mein neues Büro, Schrägstrich, Gamingzimmer, voll und fertig eingerichtet. Naja, es fehlt noch der große Fernseher für die Spielkonsolen. Aber der PC steht, der Schreibtisch steht, alles Wichtige ist da fürs Gaming und fürs Aufnehmen. Deswegen jetzt neue Folgen wieder regelmäßiger. Und ja, wir starten im spannendsten Teil von Evil Genius 2 im Menü. Hallo Leute, da sind wir im Forschungsmenü. Ich will mal wieder ein bisschen was erforschen. Derweil ist eine neue Falle fertig geworden, nämlich der Eisstrahl, der Gefrierstrahl. Den bauen wir auch gleich. Aber jetzt erforschen wir erstmal Sachen, die mir das kriminelle Netzwerken etwas erleichtern. Und zwar, dass der Akku nicht mehr so schnell steigt. Dafür brauchen wir Whiteboards. Whiteboards haben wir aber. Was wir auch haben, ist zu viel Geld. Wir sind eigentlich konstant immer voll fett oben an der oberen Grenze unseres Geldes. Deswegen baue ich jetzt mal unseren großen Tresorraum in der zweiten Etage weiter aus. Und zwar hinsichtlich der neuen Tresorschränke, Schließfächer heißen sie, soweit ich weiß, die wir hier, die wir hier freigeschaltet haben zuletzt. Die haben nämlich eine Kapazität von 4000 Gold und die Dinger nur 2000, die sind natürlich auch doppelt so teuer. Aber einmalige Kosten sind ja egal, weil wir generieren ja so viel Geld, dass es wirklich völlig wurscht ist. Ich werde nach und nach hier das alles austauschen, dass wir da mal ein bisschen mehr Kapazität haben. Weil ich sag mal, wir werden in nächster Zeit nicht weniger... Oh, wir haben 100 Schergen, krass. Wir werden nicht weniger verdienen, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern es wird eher immer und immer mehr werden. Und auch schneller mehr werden. Und ich denke mal, da macht es Sinn, mit ordentlich Kapazität hier vorzusorgen. Eine Soldatenwelle ist eingetroffen, das ist aber nicht gut. Andererseits haben wir aber auch 100 Schergen. Insofern kann mir das auch eigentlich ziemlich egal sein dann. Wo sind sie dann eingetroffen? Da unten. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was die jetzt anrichten werden. Die latschen die jetzt hier irgendwie über den Strand? Wo kommen die denn jetzt hoch? Also die gehen jetzt da unten rein. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo kommen die denn dann an? Ich meine, die sind jetzt da unten irgendwie. Weil hier unten ist ja nichts. Bin ich jetzt schon auch mal ein bisschen gespannt, wo die Soldaten jetzt rauskommen. Oder kommen die hier dann irgendwie raus und greifen von der Seite aus an? Das wäre ja mal eine Schweinerei. Eine ganz schöne Schweinerei. Nee, die kommen hier hoch. Aber jetzt habe ich nicht gesehen, wo die dann rauskommen. Hier vielleicht die Treppe hoch. Ach, guck. Das ist es, oder? Ja, die gehen hier ins Gebäude rein. Kommen dann hier am Pool die Treppe hoch. Und laufen dann auch durchs ganz normal. Durch das Casino. Was wir mal machen könnten, wäre hier parallel die Gefangenen rein eskortieren und die beiden wollen wir natürlich auch gefangen nehmen. Zwei bewaffnete Leute durch mein schönes friedliches Casino laufen? So ja nun nicht, Leute. Alarm! Knallt ihr jetzt hier einfach irgendwelche Leute ab? Achso, das ist meine Helferin, meine rechte Hand. Nimm kurzzeitig weniger Schaden. Okay. Kriegen sie die jetzt... Ich krieg die alleine platt, oder? Die braucht gar keine Hilfe. Die haben echt viel Leben, ey. Krass. Aber was ist denn jetzt eigentlich hier mit meinen... Was ist denn mit meinen Wachen? Habe ich keine Wachen hier irgendwie? Das irritiert mich jetzt schon ein bisschen. Warte mal. Kampfwächter 12. Wir haben 12 Wachen. Die müssen doch irgendwo sein. Trainiert mal noch ein paar.
Also, das ist ja irgendwie schon komisch. Ja, komm. Dann machen wir die jetzt halt mal manuell platt, oder? Ja, ich weiß, dass ich under attack bin. Helft mir mal! Oh nein, mein Roboter ist kaputt. Noch den einen habe ich festgenommen. Kann jetzt mal jemand helfen hier? Also ich werde doch wohl mal mehr als einen Schergen haben, der hier mal ein bisschen unterstützen kann. Vor allem keine Wachleute, ne? Das ist ja irre. Das ist ja irre. Vor allem, dass sie das können, auch noch runterprügeln müssen. Von denen. So, was ist jetzt mit ihr hier? Halt die von alleine, oder? Ja, die halt von alleine. Dann haben wir das Problem ja gelöst. So, wie sieht's auf der Weltkarte aus? Wir wollten in dieser Folge hier die anderen Investoren noch heilen. Das machen wir dann auch mal direkt. Wo sind denn die anderen? Hier ist noch einer. Wir sind hier bei 24 und das bringt 15 Argwohn, dann können wir das direkt noch machen. Und hier ist schon der Kollege Orange. Das brechen wir dann mal ab, die Argwohn-Reduktion. Die brauchen wir nicht mehr. Und dafür... Da gehen die ganzen Wächter übrigens hin. Die sind alle bei diesen Ausflügen hier. Bei diesen Missionen. Na gut, aber dann schaffen wir das diese Folge, wenn wir in allen drei Gebieten das jetzt direkt machen können. So, dann schauen wir doch mal, was die Damen und Herren hier an Berichten bringen. Dann wird jetzt mal schön verhört. Ja, komm, hol den mal ab. Der wird jetzt hier... Kommen Sie bitte mit. Ja, genau. Setzen Sie sich doch mal da auf den Stuhl. Ja, der gemütliche Stuhl, genau. Ah, jetzt. Au, au, au. Ah, das kann wehtun. So. Vier Berichte bringt er, okay. Und was bringen die... Was bringen die Soldaten? Wir haben übrigens schon zwei der Investoren geheilt. Einer fehlt noch. Oder eine. So, was bringt der Soldat? Das will ich jetzt noch sehen. Es zerbricht mich hier die Zwischensequenz bei meinen wichtigen Forschungsuntersuchungen. I'm sure you can make the void work. Just a few tweaks. Gut, also wir haben jetzt alle fünf Investoren offensichtlich geheilt. Damit geht die Geschichte hier weiter mit diesem Void-Gerät, was Gedankenmanipulation letztlich ist. Are you questioning my ability? Naja, also nein, aber doch. You tell us to question everything. That's the path of the true scientist. Ja, alles anzweifeln, nur nicht die Chefin. I was wrong to tell you that. You should concern yourself with pursuits more suited to your abilities. Breaking rocks, constructing furniture, simple crime. I can't work in these conditions. I need more space, more respect, more power. Okay, sie braucht mehr. Mehr von allem. So, wie viel bringt der jetzt? Fünf Berichte. Ah, das ist ja nicht so doll. Was? Ich soll den Void-Prototypen zerstören? Aber das war doch mein Baby. Der da ist es. Das andere ist der Schreibtisch. Der Schreibtisch, der übrigens gar kein Tisch ist. Also, naja, egal. Lassen wir das so. Kann ich den jetzt nicht... Hä? Zerstöre, studiere... Sicherheitsfunktion. Aber wieso kann ich denn jetzt den Void-Prototypen nicht zerstören? Irgendwie... Naja, die Aufgabe ist... Achso, doch, hier, ich kann zerstören, es ist ein extra Knopf. Weil man den ja nicht einfach so über dieses normale Menü hätte zerstören können. Das wäre genauso gut gegangen. Über das ganz normale Baumenü. Aber nein, warum denn bloß? Warum sollte man? Okay. So, hier, das läuft doch auch schon wieder hervorragend. Dann können wir in Südamerika... Das hier mal abbrechen, dass wir hier mal wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Also nicht, dass es uns an Kohle mangelt. Das nun wirklich nicht. Sie ist am Studieren. Das geht tatsächlich relativ schnell. Oh, wie lange dauert das jetzt hier? Da ist eine schöne Aufgabe. Na, da gehen die Wächter immer hin. Da sind sie.
habe mich ja gerade gefragt, wo die ganzen Wächter immer sind in meiner Basis. Die sind alle gerade auf der Weltkarte unterwegs. Schade. Du konntest die Investoren heilen und damit Voids Ruf retten. Nichts zu retten ist dagegen bei dem Prototyp, den du zerstören musstest, um den Unterschlupf zu retten. Einige Sicherheitsmaßnahmen sind nötig, doch dann wird Void ein Comeback feiern. Nice. Holen wir ab. Ich kriege 5 neue Arbeiter und 5 Berichte. Beeindruckend. Eine beeindruckende Belohnung. So, was ist jetzt hier? Deine Schergen könnten etwas Fortbildung vertragen. Heuere 8 Spezialisten an. Ich habe erst 6 angeheuert, okay. Na gut, dann heuere ich mal noch mehr Spezialisten an. Zum Beispiel noch einen PR-Manager und noch einen Diener. Es ist so schön, wenn man sich keine Sorgen mehr machen muss, dass die Gehälter nicht bezahlt werden können. Ich bin immer liquide, weil ich so extrem viel Kohle habe. Das fühlt sich schon gut an. Hier oben ist auch noch ein bisschen Platz. Und wir können tatsächlich die Liquidität auch noch ein bisschen erhöhen, indem wir hier noch ein bisschen was austauschen. So. Ich würde allerdings hier im Eingangsbereich ein bisschen mehr Platz lassen. So, das finde ich dann, glaube ich, schicker. Da geht es dann auch ein bisschen um die Optik. Auch wenn es ja eigentlich alles hauptsächlich spielmechanisch ist hier. Aber ich finde, so einen kleinen Eingangsbereich kann man schon da mal hinstellen. Also hier vorne diesen Bereich hätte ich gerne als Eingangsbereich vom Tresorraum. So, ich habe doch noch eine neue Falle bekommen, oder? Den Gefrierstrahl. Was ist denn damit? Können wir den nicht mal bauen? Das wäre doch mal was. So, jetzt haben wir auch wieder ein paar Berichte mehr, das ist gut. Gefrierstrahl. So, das ist doch schön. Das ist doch was Feines. Das ist doch was Feines. So, dann haben wir hier einen Gefrierstrahl. Und dann machen wir noch einen Gefrierstrahl hier hin. Dass die hier gar nicht so wild rumlaufen können. Und warum denn nicht hier noch einen Gefrierstrahl direkt neben diesen unteren Tresorraum? Könnt ihr mich alle mal. So, gibt's hier wieder nochmal irgendwas zu tun? Hier müssen wir mal Aquen reduzieren. Hier machen wir das schon. Was ist das? Achso, das ist das Hauptquartier. Hier müssen wir Aquen reduzieren. Ausblenden, weg. Jetzt. Okay, wir haben jetzt Ausgucke hier erforscht. Kann man da irgendwas bauen dann oder so? Nee, ne? Die sind einfach da. Es dauert einfach länger, bis sich Aquon bildet. Alles klar. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir jetzt hier noch den Großbildschirm freischalten. Da kann man den Aquon ein bisschen reduzieren. Das Wachstum ein bisschen reduzieren. Und empfängt sogar den Filmkanal. Also Amazon Prime oder so haben wir dann da auch direkt. Das ist doch mal geil, oder? Dann ist endlich hier Entertainment Action angesagt. Haben wir jetzt eigentlich gerade noch irgendwas abgeschlossen. Wir haben... Schließe einen beliebigen Rumsplan ab. Haben wir bestimmt geschafft. Trainiere Biologen, haben wir gemacht. Trainiere Wächter, haben wir gemacht. Nebenhandlungen. Sollten so getroffen. Soll ich genau zählen? Ihr Motto, früher oder später wird schon eine Kugel treffen. Heuere einen Söldner an, der ihre Schießkünste verbessert. Okay. Können wir eine Gulaschkanone freischalten. Wir müssen eine Konversation über diesen letzten Agent. We got him, boss. Got him good. Larry shot him, so did Radiga and Otis, and then we all punched him a bit. Wir haben zu dritt auf ihn geschossen. Dann haben wir ihn noch verprügelt. Warum war das nötig? You also got a large number of holes in my walls. Who trained you? Naja, also aktuell sie selbst, sich gegenseitig. Trained? You mean like learned? Like what a teacher would do? We ain't no nerd, boss. Wir sind doch keine Nerds. Oh, I see the problem. We need a weapons expert. Okay, also schnappen wir uns jetzt einen Söldner. Ich wollte aber eigentlich gucken, was die Hauptmission gerade noch so hergibt. Das ist die Hauptmission, ne? Okay. Die Spezialisten anheuern, die werden ja gerade austrainiert. Ausgebildet werden sie? Nein. Was ist hier los? Gott! Festnehmen! Nehmen Sie diese Menschen fest! Macht's platt!
Alles muss man selber machen. Wie hier die Armee steht gleich. Aber ich habe ja jetzt mittlerweile hier auch Pistolen und so, dann geht das auch alles relativ schnell. Das ist doch gut. Aber meine Güte, ey, da stehen die mitten in der Basis plötzlich. So schnell kann es gehen. Aber das ist gut, dann kriegen wir nämlich mehr Berichte. Hervorragend. Was ist denn jetzt... Schalte neue Schergentypen frei. Achso, wir müssen neue Schergentypen freischalten und nicht einfach nur neue Schergen ausbilden. Ich verstehe. Aber wir haben keine neuen Schergentypen. Das heißt, das können wir jetzt gar nicht so einfach machen. Na gut, dann nicht. Im Kontrollraum. Achso, nee, wir müssen den Bildschirm müssen wir erst noch freischalten. Ne? Der wird gerade erforscht. Dann können wir aber die Kollegen hier schon mal alle ins Verhör schicken. Mal ordentlich durchverhören, die Kollegen. Wir müssen auch irgendwann mal hier ein paar mehr Betten noch irgendwie einbauen. Das ist irgendwie alles ganz schön eng. Aber an sich haben wir ja Platz. Wenn wir den Tresor jetzt hier mal verlegen würden, hätten wir ja Platz. Warte mal, das machen wir. Das machen wir. Verkaufen, verkaufen. Agent hat Secrets preisgegeben. Sehr schön. Nein. 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 Abbrechen. Bestätigen. Dann den nächsten bitte verhören. Die bringen relativ viel, habe ich das Gefühl, die Agenten. Das ist cool. Hervorragend. So. Dann reißen wir hier mal schon mal ein Stückchen Raum ab, dass wir den Tresor hier mal nach und nach verkleinern. Den Tresorraum. Dann müssen wir den oben aber im gleichen Maß natürlich vergrößern. Beziehungsweise mit mehr von den Dingsies hier ausstatten. Von den Schließfächern. Die eine deutlich höhere Kapazität haben. So. Zack. 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 Zwischen immer noch so ein bisschen Gänge freilassen, damit die sich ein bisschen freier bewegen können. Es sieht auch überhaupt cooler aus als diese Paletten, finde ich. Diese Schließfächer, das hat doch was, oder? Ich finde das super. Neue optionale Mission. Baue Gefängnisfelder. Ich habe Gefängnisfelder gebaut? Ich hab doch gar keine Gefängnisfelder gebaut. Wofür habe ich das denn jetzt bekommen? Ich habe einen Tresorraum... Habe ich auch nicht gebaut. Ich habe einen Tresorraum verkleinert, den in der unteren Etage. Hä? Warum habe ich das denn jetzt gekriegt? Das ist mir unbegreiflich. Naja. Ich muss ja auch nicht alles begreifen. Das wäre ja auch langweilig. Also eigentlich nicht. Eigentlich wäre es cool, aber... Egal. So, was gibt's auf der Weltkarte zu tun? Hier müssen wir schnell was machen. Können wir aber auch, wir haben ja schließlich Berichte, mit denen wir hier schnell was machen können. Könnten wir Wächter losschicken, hier können wir Arbeiter losschicken, Arbeiter reichen völlig aus. Wir können noch, sollen wir Mittelamerika mal machen? Ja, schalten wir das mal frei, oder? Ich schalte mal Mittelamerika frei. Wir haben ja noch eine Sendeleistung übrig gehabt, den können wir ja auch einfach mal nutzen. Schadet ja nichts. Förmliches Abendessen, bei dem jeder ein Gericht mitbringt, auch eine Methode, um Kosten zu sparen. Der Gastgeber ist ein bekannter Künstler. Eine Massenlebensmittelvergiftung wäre da ein großer Spaß. Na, dann machen wir das doch. Also wenn das mal keine Ablenkung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh, hier sollen hier den Söldner entführen, fällt mir gerade auf. Dann machen wir das doch gleich mal. Und zwar ist das der... Dieser Söldner stellt seine Dienste dem Höchstbietenden zur Verfügung. Also, wie jeder Söldner. Okay, wir können ja mal uns um unsere Schergen kümmern, die noch irgendwie ein bisschen besser werden hier. Handlanger Weiterbildungsprogramm, das klingt doch gut, oder? Dann schalten wir das doch mal frei. Okay, wie sieht's mit dem Söldner aus? Haben wir den bald? Die sind unterwegs. Achso, die sind noch nicht unterwegs. Hä, aber ich habe das doch eben gestartet, oder? Oder hat es nicht funktioniert?
Achso, nein, wir haben den schon. Lol. Ah, hier schleichen schon wieder Leute durch die Gänge. Festnehmen. Alle festnehmen. Sofort. Oh, wenn man mal eine Sekunde nicht hinguckt, ey. Ist hier sofort alles, totales Chaos. So, aber jetzt haben wir sie direkt wieder festgenommen. Sehr gut. Den Spezialisten haben wir auch geholt. Das ist der hier, ne? Der sieht auch schon aus wie so ein Söldner. Ja, so ein richtiger Söldner-Dude hier. Hi, da haben wir ihn eingebuchtet. Sehr gut. Dann können wir den nämlich auch gleich verhören. Und die anderen Agenten auch noch. So, das ist er, ne? Josephine Bree. Ach, das ist eine Söldnerin. Das hat man ihr mit dem stattlichen Körperbau jetzt nicht so angesehen. Und unter der Kampfmontur. Sieht nicht sehr weiblich aus. Auch wenn ich ihr jetzt nicht vorschreiben will, wie sie auszusehen hat, aber es war jetzt nicht so eindeutig. Finde ich. Yes, wir können jetzt einen Zelda-Trainer. Nee, einen Söldner-Trainer bauen. Zelda können wir nicht trainieren. Und zwar bei Training. Wo ist Training? Hier. Training. Söldner-Trainer. So ein Schießstand. Ja, ganz cool. Den bauen wir hier noch in die Ecke. Solange das alles noch in den Raum passt, bauen wir da nichts an. Ja, die Ecke hier könnte man noch abschleifen. Aber auch der Trainingsraum, den könnte man tatsächlich mal irgendwo anders hin umziehen. Na gut, dann bilden wir beim nächsten Mal unseren ersten Söldner aus. Oder unsere ersten Söldner. Mal gucken, wofür die gut sind. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht ersetzen die Wachen bei den Außeneinsätzen. Schauen wir mal. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge von Evil Genius 2. Macht's gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid schon Abonnenten. Wenn nicht, dann ist jetzt die Chance, mal kurz dran zu denken und unser Kanal zu abonnieren. Es gibt noch andere Spiele, vor allem viel Strategie und Indie- und Early Access-Kram hier bei den Spielkindern. Ich hoffe, dass ihr auch noch bei anderen Videos zuschaut. Ja, würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.